Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper. Ich habe hier den dritten Teil für euch von der Videoreihe zu unserer Junk Journal Crew. Und zwar haben wir uns, oder sind wir dabei, uns gegenseitig Signaturen zu erstellen. Und das wird so sein, dass jeder von uns, von den anderen sechs Signaturen bekommt. Das heißt, jeder kann sich dann selbst ein großes Journal mit sechs Fremdsignaturen zusammenstellen. Ja, und hier ist eine, die ich gebastelt habe. Die habe ich für die liebe Niki gemacht. Und ich denke mal, können wir vorstellen, dass Niki vielleicht auch so ein Video dann auf ihrem Kanal mal postet, wenn sie das auspackt oder vielleicht einfach kommentiert. Ich bin mal sehr gespannt. So, an dieser Stelle freue ich mich sehr über neue Abonnenten. Ich freue mich sehr über Kommentare. Und ja, vielleicht juckt sie dem einen oder anderen in den Fingern, auch mal so einen Signaturentausch zu machen. So, steigen wir mal ein. Ich habe hier auch eine lustige kleine Umverpackung für diese Signatur gemacht. Und zwar hat es mich wirklich, wirklich gepackt, der Niki eine edle Royal Vintage Signatur zu machen. Ich weiß nicht genau, was mich dazu gebracht hat. Wahrscheinlich war es einfach der Urlaub in Schweden. Die tollen Sachen, die tollen Materialien, die ich dort gefunden habe. Und irgendwie habe ich diesen Drive gekriegt, dass ich bei Niki Vintage und edel und schick irgendwie mal zusammen. Hau. Ja. So. Steigen wir mal ein in die ganze Schose. Erstmal fische ich das hier raus. Ich habe ein Dingeldangel-Lesezeichen gemacht. Kriegt auch jede aus der Bastel-Crew ein kleines Dingeldangel. Natürlich total individuell. Passend zu dem, was sie einfach als Signatur von mir bekommt. Und die sind alle anders. Ich habe jetzt leider versäumt, die alle zusammen mal auf einen Haufen zu legen und mal ein Foto zu machen. Das irgendwie muss ich da noch so ein bisschen nacharbeiten im Hirn, was so regelmäßige Dokumentation angeht. Immerhin mache ich hier Videos für euch. Ich hoffe, dass ihr damit fein seid. Ich bin hoffentlich noch im Bild. Ja, bin ich noch. Sehr schön. Genau, also hier, wir haben ein Dingeldangel-Lesezeichen mit einer Feder in Gold. Wir haben noch ein zweites Lesezeichen. Ich finde einfach, Schmetterlinge gehen immer. Und ich finde das so süß und die Idee ist auch fein. Ich weiß gar nicht, wer darauf gekommen ist, hier diese Schmetterlinge mit als Lesezeichen zu nehmen. Ich finde es geil. Kann man nicht anders sagen. Ganz gute Sache. So, ich habe gefunden ein tolles Deckchen. Dieses Deckchen habe ich, sag ich mal, als so kleine Umverpackung gebaut. Mal gucken, ob Niki sich das mit in die Signatur einbinden möchte oder nicht. Es hat hier, ich nehme sie mal raus, es hat hier so einen kleinen festen Rücken, einfach um sich vernünftig an der Signatur anzudocken und zubinden zu lassen. Meine erste Bewegung an der Stelle war, ich wollte einfach diese Signatur, dass sie nicht auseinanderfällt, weil sie natürlich noch nicht gebunden ist. Ihr seht es ja hier, da fehlt halt noch die Bindung. Und das muss sich einfach jeder von uns selber zurechtbauen. Ja, weil jeder bestimmt irgendwie ein anderes Cover baut. Manch einer baut selber, manch einer nutzt ein fertiges Buchcover. Ich bin mal gespannt. Also ich gehe auch davon aus, dass die Leute von uns, die YouTube-Kanäle haben, dass sie euch da bestimmt irgendwie mitnehmen und mal mit einweihen, was da passiert ist. Gut. So, royales. Royal Signature. Ich habe eine bunte Mischung an Papieren genommen. Hier haben wir zum Beispiel ein Stamperia-Papier und ich habe hier mit einer Glanzstrukturpaste gearbeitet. Das mal so vorneweg. Nicht wundern, wenn sich das hier so ein bisschen rausbewegt. Das ist ganz normal, wenn das einfach noch nicht eingebunden ist. So, hier haben wir einmal den persönlichen Gruß. Den lese ich euch jetzt nicht vor. Nein, nein. Das ist ganz kleine Nikis. Und wieder ein paar Pockets. Ich habe überall in der Signatur verteilt kleine Sachen eingefügt. Hier ist zum Beispiel noch ein kleiner Umschlag mit süßen Kleinigkeiten dran. Ich habe gestencelt. Ich habe hier aus der schwedischen Königsfamilie und schwedischen furchtbar alten Zeitungen ganz tolle Sachen gefunden. Einfach über ein paar Royals und es ist so lustig, wie die früher einfach gekleidet waren und wie hübsch die sich ausstaffiert haben, was sie teilweise heute noch machen. Und, jetzt ziehe ich hier schon die Seiten aus dem Journal. Geht's ja gar nicht. So, und hier habe ich teilweise auch direkt komplette Artikel, Zeitungsartikel mit reingepackt.
Niki, wenn es dir zu voll ist, packe hier Sachen raus, verändere alles. Da bin ich nicht böse drum. Völlig in Ordnung. Weil auch wie den beiden Signaturen zuvor folgend, ich konnte mich teilweise echt nicht entscheiden, welche Sachen ich hier reinpacke und welche nicht. Jetzt muss ich nochmal ein kleines Fädchen entfernen, das stört mich jetzt hier. Du gehörst hier nicht hin. Also da war ich wirklich so, oh mein Gott, ich kann mich nicht entscheiden, welche Seite kommt rein, welche nicht. Jetzt habe ich einfach kleine süße Blättchen nochmal mit eingefügt, die man immer mal Briefmarken, Stamperia-Teile wechseln sich mit Retro-Teilen ab. Paar Sticker dazu. Und das hier sind echte alte Karten aus einem schwedischen, naja, Royal-Buch. Ich weiß gar nicht mal welche. Es ist Christina. Prinzessin Christina. Am Nobelmittag. Ja. Guck mal an. Da haben wir Prinzessin Christina. Wahrscheinlich bei einer Nobelpreisverleihung. Hier haben wir die Königin Silvia, müsste das sein? Gott, ich kenne mich mit dir nicht aus. Ja, genau, Königin Silvia. Ja, und gut, die ist natürlich sehr bekannt und man erkennt sie wieder, aber das Thema mit den Namen. Hier habe ich einen kleinen Kaskadenblock eingefügt. Ich habe mal geschaut, liebe Niki, dass du hier ein bisschen Platz noch hast, um was zu schreiben, falls du noch was schreiben möchtest. Das ist ja eigentlich der Sinn eines Journals, dass man Platz und Muße hat, ein bisschen was zu schreiben. Hier die Karte, herrlich mit diesem Rosa, oder? Aus Ronneby. Eine echte alte Vintage-Fotografie. Davon habe ich einige gefunden und ich war so happy über diesen Schatz. Der Ladenbesitzer hat mich ein bisschen komisch angeguckt und mich gefragt, was ich denn eigentlich mit diesem ganzen alten Kram mache. Er mag dieses Kram auch, er findet das total toll, aber hat keine Verwendung dafür. Und mit ihm habe ich mich etwas länger unterhalten und er fand das sehr spannend, was wir hier so, das bin nicht nur ich, sondern was wir hier in dieser Community einfach aus diesen alten Sachen machen. Ja, aus alten Büchern, das ist ja nämlich auch aus dem königlichen Buch. Und das ist übrigens eine Buchinnenseite. Ja, auf jeden Fall war er total angetan und ich werde ihm eine E-Mail schreiben mit einem Link auf meinen Kanal. Und ja, am besten auch noch gleich einen Link zu den anderen Kanälen von den Mädels. Weil, ja, schwedische Winter sind lang und dunkel, ne? Da kann man ja mal ein bisschen bei YouTube stöbern. Und seine Sachen sind ja verbastelt. Also ich wette, dass er einiges wiedererkennen wird. Genau, ein paar schwedische Seiten hier noch mit drin. Hier habe ich so eine wunderschöne Spitze, die habe ich mal irgendwann in der Happy Mail gehabt. Die ist so toll und so passend, finde ich, einfach hier für Königin Victoria übrigens. Die lebt schon länger nicht mehr, aber über die habe ich ein Buch gefunden. Mit sehr schönen Bildern und sehr schönen Erklärungen. Und hier ist auch noch so mal so eine Royal Zusammenkunft. Ich fand einfach, dass diese Schokoladenverpackung hier auch herrlich reinpasst. Genau, das kommt nämlich auch aus diesem Buch. Ja, und ich habe mich tatsächlich erdreistet, Bücher auseinanderzuschneiden. Nicht zu so knapp in diesem Urlaub. Das hat aber echt Spaß gemacht. Also nicht das Schneiden, sondern das Büchersuchen. Auch das hier ist wieder Königin Victoria. Ich sehe gerade, das alte Buch bricht ein bisschen auf. Da werde ich doch glatt mal ein bisschen nachhelfen, dass es mindestens mal in der Mitte zusammenbleibt. Obwohl, machen wir das anders. Sorry, das ist jetzt nur ein halbes Flip-Through. Ich muss mal eben Königin Victoria retten vor dem Auseinanderfallen. Weil nämlich, ja, ihr kennt das Thema Scotch-Tape, ne? Das geht mich fast unsichtbar zu verkleben. Und rettet dann solche alten Seiten. Und dieses Buch war wirklich alt. Ihr seht, wie vergilbt das ist, rettet dann solche Seiten einfach davor, auseinanderzufallen. Ja, und ich hatte mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, für meine ganze Bastel-Crew, die Jessie hat die ins Leben gerufen, für alle Mädels tolle Originale zu finden. Ich meine, es gibt auch immer ganz, ganz tolle, ganz viele wunderschöne Printables. Also Digitalpapier und Co. Gibt super coole Sachen. Nur ich dachte mir, in dem Land der Flohmärkte,
Ich nehme hier Originale. Gesagt, getan, ich habe hier ganz viele originale Buchseiten, originale Seiten aus Biologiebüchern, aus alten Wissenschaftsbüchern und Co. habe ich ganz viel verarbeitet. Dazu ein bisschen Designpapier hier. Vorderseite schön dekoriert. Auf der Rückseite Platz zum Schreiben. So. So passt es besser zur Signatur. Noch ein bisschen Kurzschrift. Hier wieder unsere Royals am Start. Und einen kleinen Tag dazu. So. Ein bisschen altes, edles, Spitze darf natürlich nicht fehlen. Und die schönen Damen in Schwarz-Weiß. Ein paar Karten. Winnicky, ich hoffe, du findest noch genug Platz, um hier drin was auch immer zu machen an Schreibsachen. Genau, hier ein echter alter Zeitungsausschnitt. Guckt mal an, wie schön dekoriert die Herrschaften und Damschaften damals waren. Das ist doch einfach. Also, mehr Lametta ist an keinem Weihnachtsbaum. Die haben sich schon echt rausgeputzt, wie nichts Gutes. Genau. Hier wieder bei einer Preisverleihung. Das hier habe ich auch in der alten Zeitung gefunden. Auch eine alte Königin, wer auch immer. Und hier noch Pockets mit Tags, ein paar Sticker dazu. Eine Lady. Papier. Und hier dieses Buch, was ich auseinandergepflückt habe, von 1864. Joa. Mein Mann hatte ein bisschen Tränen in den Augen, als ich das auseinandergeschnitten habe. Er sagt, so was Schönes, Altes kannst du doch nicht zerstören. Nee, nee. Zerstören tue ich es ja auch nicht, ne? Das kriegt ein neues Leben. Und ich denke mal, dass es dieser Signatur bestimmt bei Niki total gut geht. Hier habe ich nochmal so einen Flap gemacht. Auf dein Königinbild. Ein bisschen Papier. Hier wieder Königin Silvia am Start. Schwupps, Gardine zu. Und das ist das, was ich wirklich als Philosophie lebe. Ja, und ich denke auch mal, viele, viele, viele von euch werden das auch tun. Es ist nicht so, dass man Bücher zerstört. Aber wer hätte denn diese alten Bücher von diesen alten Flohmärkten, die garantiert schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte da rumoxidiert haben, wer würde sich diese Dinger denn nehmen und lesen oder ins Regal stellen, damit sie da weiter vollstauben? Nicht viele. Also bei einem anderen Flohmarkt, als ich diese ganz alten Bücher gekauft habe, die haben mich angeguckt wie Autos, als ich die gekauft habe, und haben mir die für ein Appel und ein Ei gegeben. So nach dem Motto, komm, hier, nimm hin, brennt gut. Und ich habe mich gefreut wie ein Schneekönig, dass ich hier gefunden habe. Dementsprechend, neues Leben für alte Bücher. Neues Leben für eine royale Signatur. Liebe Niki, das ist für dich. Ich bin gespannt, wie es dir gefällt, ob ich deinen Geschmack treffe oder voll dran vorbei. Und diese Signatur, die macht sich dann morgen früh auf die Reise zu dir. Ja, und dieses Flipbook kommt auch erst dann raus, wenn du sie in den Händen hältst. Schon längst hoffentlich in den Händen hältst. Ja, erstmal lieben Dank an euch, dass ihr dabei gewesen seid. Lieben Dank fürs Zuschauen. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr diese Signatur findet. Also ich hatte so einen Spaß beim Zusammenstellen und so einen Spaß beim Material suchen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ja, dann bleibt mir jetzt noch zu sagen, bis demnächst in diesem Kino.